Moin moin, was geht ab, liebe Zockler? Wir spielen eine Runde Desert Strike Hordes. Ich spiele die Rasse Terrana und werde mal wieder probieren, Massive Tanks zu bauen. Erst Kampf hier uns vorweg, dann Tanks hinterher oder Marines. Vielleicht ist Marines Tanks besser. Mache ich mal, teste das mit Marines Tanks. Aber richtig viele Tanks, nicht nur so ein, zwei Stück. Marines sind ja gegen alles top, deswegen erstmal damit starten, ordentlich Batterie und dann kommen einfach nur Tanks dahinter. Jetzt erstmal zwei Lines nur Marines bauen und dann einfach eine fette, fette Batterie an Tanks. Und Medivacs natürlich dazu, wegen den Marines halt, damit die auch geheilt werden schön und die lange vorne überleben. So, jetzt versuchen wir erstmal die Mittellinie zu halten, damit wir den Income von 15% genießen. Jo, und das sieht gut aus. Traumhaft weggeballert. Schönes Ding. Boah, so ein bisschen laggy, habe ich das Gefühl. Die zuppeln da so langsam rüber. So, jetzt kommen Marines. Jetzt kommen Zerklinge. Das sieht auch gut aus. Das werden wir auch wieder halten. Zerklinge, Roaches. Roaches sollten gewinnen. Jo, auf jeden Fall. Der geht auf Upgrade to Tier 2, wollte ich sagen. Gott, was habe ich denn gerade gesagt? Keine Ahnung. Ah, Sprachfehler. Jut, Kampfhelions. Weiter, 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 Massive. Schöne Line hier bauen. Das sieht auch wieder gut aus. Okay, jetzt hat sich die Linie verschoben. Jetzt spielen wir gegen einen Zerg. Die Queens sind natürlich imbar. Die heilen natürlich auch schon mal schön die Roaches. Aber auch kein Problemchen. Jetzt hole ich mir schnell das Gas noch. 25 Sekunden, bis es dann wieder freigeschaltet ist, ich wieder Income kriege. Das sollte jetzt auch passen. Jo, sieht top aus. Erste Line ist jetzt fertig mit Marines und dann kommt eine Batterie noch dahinter. Und dann geht's gleich an die Tanks. Schönes Teil mal wieder. Und das wird die Kennen, glaube ich, nochmal schaffen. Locker. Ah, Bählinge sind welche da. Das ist scheiße für mich. Ich werde erstmal ordentlich was reingeflext bei mir. Ah, nee, weg, weg. Und einer hat eingeschlagen. Das ging. Das ging noch. Ah, Stimmy holen wir jetzt auch gleich mal dazu. Noch haben wir den Income. Noch sieht's gut aus. Nicht genügend Mineralien. Mehr Marines. Nicht genügend Mineralien. Der hebt hier einfach die Zerklinge an. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sinnfrei. Jetzt schön mal Stimpack noch dazu holen. Da wird unser Bunker schon ganz gut massakriert. Gib doch mal die Queens hoch. Jo, schön. So ist gut. Jetzt gerade haben wir hier auf der Luft noch schön weg. Ah, fuck. Konnten sich noch einmal heilen. Wo ist der Notfall? Die zweite Linie ist jetzt gleich fertig. Und sobald drüben die Cannon weg ist, holen wir uns das nächste Gas-Upgrade. So, zweite Linie ist jetzt auch voll. Und jetzt gleich Upgrade to Tier 2. Ah, das ist schön. Na, schafft die Cannon wieder.
Aber die Bähnlinge gehen drauf. Komm. Ja, schön. Alle Bähnlinge weg. Das ist Trauma für uns. Viele zuppeln auch zu langsam hinterher. Darf ich jetzt die Kenne wegrocken vielleicht? Ah. Ja, aber das sieht gut aus. Stimmy noch einmal raufhauen. Upgrade to Tier 2. Ja, zweites Gas. Holen wir uns jetzt einfach mal. Und gleich ein Medivac dazu. Sollte gerade so noch was werden. Mit dem Medivac. Ach, eine Sekunde zu spät. Aber jetzt holen wir uns trotzdem eins. Jo. Und? Ja, unsterbliche rocken halt. Also, unsterblich ist mega gut gegen die Canon. Das werde ich gleich auch nochmal euch zeigen. Hatte ich ja schon freigeschaltet. Only Unsterbliche. Oh, das war natürlich jetzt krass. Aber die Banelinge kommen einfach nicht so richtig an. Das Problem ist einfach, die Banelinge rollen zuerst. Also, die Marines schießen sofort auf die Banelinge, weil halt nichts davor steht. So ist es besser, wenn sie erst hier angelockt werden. Also, wenn zuerst die Roaches raufballern. Also, zuerst die Roaches kommen, die Marines dann die Roaches fixieren und die Banelinge einfach ungehindert in die Marine-Masse reinlaufen können. So, jetzt kommen. Jetzt werde ich jetzt erstmal hier ein paar Tanks platzieren. Das werde ich hier rechts erstmal anfangen. Jetzt kommen nur noch Tanks. Nur noch. Nichts anderes mehr. Einfach nur Tanks. Und Tank-Mode machen wir. Also wenn wir gleich eine Linie haben, dann stellen wir erstmal die ganzen Marines nach hinten. Das könnten wir eigentlich jetzt auch schon mal machen, damit die Tanks vorne stehen. Und wenn wir das jetzt mal alles so ein bisschen umplatzieren. Ich glaube, die werden wir jetzt hier alle mal hinten hin platzieren. Dann werden wir das mal von hinten nach vorne aufbauen. Der steht hier falsch, den setzen wir mal um. Das Kollegchen, den Kollegen hier setzen wir mal dahin und dann setzen wir hier mal den ersten Tank hin. Ja, der steht doch nicht gleich. Stellen wir mal so hin. Packen wir den dann mal so hin. Genau, und den machen wir mal weg. Packen wir da rein, packen wir da rein und Tankboot stellen wir jetzt erstmal aus. Oder die Tanks stellen wir ganz nach vorne, das können wir auch machen. Einen kriegen wir noch. Weil sind die jetzt teurer geworden hier wieder, oder was? Hä? Ach ne, das waren die Phasengleiter, die günstiger waren. Na, ah, das ist jetzt schon scheiße hier, weil die Banelinge, wir hauen jetzt richtig rein. Das wird jetzt für unsere Kennen gewesen sein. Jo. Einsteigen. Immer auf festen Bau. Aufgetankt und einsatzbereit. Ja, er bräuchte echt Banes. Banes versus Banes. Und Banes, um die Frames zu unterstützen. Na, ein Tank vielleicht noch. Ah, es wird knapp. Oh ja. Buja, schön. Na, die Batterie vielleicht ein bisschen weiter nach hinten stellen. Der steht doch schon wieder falsch da. Was mal so hin. Das sieht irgendwie auch irgendwie verkrüppelt aus. Starten wir hier mal. So, jetzt.
Da mal einen hin, hier einen hin, hier einen hin. So, der muss weg. So, packen wir es mal so einmal hin. Jetzt aktivieren wir mal Tankmode. Ach, Ghosts sind da. Nur zu! Lauter Musik in meinen Ohren! Ghost-Freunde. Nein, nicht wirklich Freunde. Was jagen wir hoch? Wie holen lauter! Was? Schießen Sie los! Was? Ich hab sie nur zu! Ja, also die da schon ein bisschen ordentlicher aus hier. Wann geht's los? Was jagen wir hoch? Retten wir uns erleben? So schön. Schon besser. Jetzt haben wir 1-1 für die Tanks. Hab gerade noch ein Panzerupgrade geholt. Genau, scan. Ah, schön, hat er gut gemacht. Boah, fucking Scheiße. Oh, schade, ich bin doch der eine Tank. Der schafft es noch. Und ich hole mir jetzt erstmal kurz einen Raven dazu. Und dann werde ich mal die Bombe aktivieren für den Raven. Oh, ich lasse einfach alles. Nee, ich werde nicht alles aktiviert lassen. So, die Bombe. Wir wollen nur die Bombe. Na schön, erster Stürmer am Start. An der Baru. Die DTs rocken immer noch. Einsteigen oder aufsteigen? Und erstmal auslassen. Und gleich aktivieren, wenn die Scheiße da, die Gruppe Scheiße da vorne weg ist. Jetzt aktivieren wir mal kurz, bevor mein Freund hier down ist. Immer noch welche, ne? Musik in meinen Ohren! Musik in meinen Ohren! Jetzt einfach nur noch Tanks bauen. Einfach nur noch Tanks. Tanks verwinnen. Oh, wie schön die hinten drauf. Halt 18 Kills hat der eine hier. Und der wird noch einige Kills einfahren. 19 Kills, 21 Kills, 23 Kills. Na, jetzt baut er wieder mal ab, der Kollege. Schnell noch ein Angriffs-Upgrade dazu holen. Skinnen wir da hinten einmal. Ah, ne, brauchen wir gar nicht mehr skinnen. Oh, was sind das für die Tanks schon, ey. Natürlich habe ich eine Raven, du Kollege, Mann. Muss doch sein. Ohne Raven geht's doch gar nicht. Kann er doch auch nachgucken, ob ich einen Raven habe. Sieht er doch hier. Der steht da, der Raven. Ja. Oh, was hier hat er auch? Können wir sie aufsammeln? Ja, bitte. Sammelt mich auf. Noch ein Tankchen. Wollen wir erstmal ausschalten. Los, ballert doch mal drauf, Tankies. Panzerupgrade schnell noch holen.
ein paar Hits mehr machen. Boah, 12 Kills von 8 auf 12, direkt 4. 15, oh schön. Und was jetzt? In Reichweite! Aufgedankt und einsatzbereit! Na, vielleicht noch einen Medivac dazu holen. Es kann losgehen. So, jetzt aber noch einmal ballern. Jo, schön. Die werden wir gesaved. Oh, die Vipers kommen schon. Die haben meine Tanks erstmal schön dran weggezogen. Solche Lümmels. Immer feste Drau. Am die Bund. Und die Tanks waren schon 30.000 Mal tot. Hundertprozentig. Scannen wir noch einmal. Schön die Bombe auf die Tanks. Ach, das ist schön. Oh, das läuft. Einsteigen oder aufsteigen? Aufgedankt und einsatzbereit. Ja, jetzt kommen wir rüber. Also, war schon drüben. Nö, noch nicht. Aber gleich. Das wird sie um. Das sind einfach viel zu viele Tanks. Kommen sie nicht drauf klar. Direkt scannen, damit wir direkt wieder den Tankmodus kriegen. Angriff und Panzerung noch für meine Marines holen. Oh, das sollte es mit dem Bunker gewesen sein. Jetzt direkt mal das Gas, das nächste. 25. Minute, also Gas holen und der Kollege dürfte jetzt hier auch fallen. Jeha! Wie geil! Schönes Game. Scannen wir vorsichtshalber nochmal, aber ist ein Offseer. Overseer haben wir ja noch am Start. Oh, schön Upgrade 222. Ja, nice. Schönes Gemetzel. Ah, das schaffen sie jetzt aber nochmal. Na, Schwarm wird hier noch wegplöppeln. Schade. Leider gerade kein Scan wieder. Jetzt ist der Obst da. Schön. Und Tank holen. Und?
den Tankmodus gerade mal ausgeschaltet, weil ich will das Game noch ein bisschen verzögern. Ich hoffe, sie schaffen das jetzt hier nochmal. Was gibt's denn? Das wird aufgedankt und einsatzbereit. Na, sie halten es noch. Ohne Tankmodus ist auch so geil. Noch ein Tank. Ah, ich glaube, das war's jetzt. Oder? Ah, das könnten sie nochmal schaffen. Ah. Gerade so. Ist auch geil, dass ich einfach den Tank-Modus ausgeschaltet habe. Das ist einfach mega lustig, finde ich. Jetzt kommen sie wieder so ein bisschen. Der Tankmodus ist immer noch aus. Bleibt doch aus. Jetzt gleich sollte ich mich anschalten, sonst kriegen sie einfach zu viel Masse und wir sterben. Machen wir jetzt mal wieder an. Wir wollen ja auch in der Mitte auf der Mittellinie bleiben, also Mittellinie halten. Oh, das wird schöne viele Stürmerchen geben. Oh ja, die saßen. Nicht genügend Mineralien. Das ist ein Gemetzel ohne Ende. Das ist sowas von krass. Richtig schön. Kurz mal einen Scan reinpflanzen. Stellen wir aber den Tankmodus erstmal wieder aus. Das ist ja gemein, ne? Jetzt einfach so durchrollen, die Panzer. Ah, ich glaube, das schaffen sie wieder. Oder? Nee, ist GG. Jo. Das war nochmal ein schönes Game, auf jeden Fall. Da habe ich bestimmt einige Punkte kassiert. Ich denke mal, da bin ich hart auf Platz 1. Wenn ich jetzt nicht auf Platz 1 bin, dann weiß ich es auch nicht. Allein schon wegen dem Splash-Damage. Ich muss hier so viele Einheiten gekillt haben von Zerg. Nee, nicht auf Platz 1. 259.000 Punkte nur. Was ist denn da los? Schauen wir mal. Einheiten. Leistung. Arbeiter produziert ja unsere Ressourcen im Schnitt. Ressourcen im Schnitt bin ich am besten mit 107,5. Nee, Quatsch. Gar nicht. 168. Kommando Pain hat noch ein bisschen mehr gehabt. Nee, hier. Eternity. 169. Im Schnitt. Schade, dass hier sowas nicht steht wie getötete Einheiten. Ja, steht da leider nicht. Ja, lief aber traumhaft. Haut rein. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Zocken. Euer Agri. Bye, bye.